So, jetzt noch mal hier. Mal nicht in einem Live-Chat. Ja, und noch mal was zum Sagen ist er, der sich auf YouTube Timmy Ochsenpo nennt oder irgendwie so. Der soll man uns lassen, mich auf YouTube zu mobben. Ganz einfach. So passiert das Gleiche, was dem Knacki Deluxe passiert ist von YouTube. Ganz einfach. Dann gibt's eine Anzeige und diesen Timmy, den bringe ich. Ich sorge dafür, dass er höchstpersönlich im Knast landet, damit das mal klar ist. Und ich bin froh, dass ich von dem Bekloppten aus Hamm nichts mehr höre und nichts mehr sehe. Und dieser komische Timmy Ochsenpo oder so, das ist bestimmt irgendeiner, der den Bekloppten aus Hamm folgt, der den ganz geil findet. Und der wurde mit Garantie von Knacki beauftragt, da weiterzumachen, wo er aufgehört hat, der Knacki, weil er das nicht mehr machen kann. Weil bei ihm zu viele Anzeigen laufen und er weiß auch, dass ich nicht lange Fackeln tue. Und fertig. Ja, und da braucht er nicht andere Leute beauftragen, diese Schiene weiter zu fahren. Also Leute, nehmt euch vor diesem Timmy Ochsenpo in Acht und blockiert diesen Spinner. Der ist bestimmt von dem Volker Ballendorf beauftragt worden, andere durch den Dreck zu ziehen, weil gegen den Volker, der hat so 30 Monate Knast. Und ich werde dieses Video in YouTube und in Facebook veröffentlichen, dass das sehr viele Leute erreichen tut, diese Warnung. Und dieser Arsch, dem muss genauso das Hirn weggelegt werden, wie diesem komischen Volker, der nicht mehr alles stramm hat, der nur Saufen im Kopf hat. Dieser Sozialschmarotzer. Dieser Timmy wurde mit Garantie beauftragt. Das traut dem Volker nämlich zu. Nämlich ja. Dem traue ich alles zu, dem Volker. Und also nehmt euch vor diesen Timmy in Acht. Also, ne? Ich nehme an, der ist achtkantig vor mir gleich in den ersten Sekunden gesperrt worden auf YouTube, wie ich mein Live-Ding da gemacht habe, und das hat der wohl nicht verkraftet, na wie auch immer, und der hat sich da Trost bei dem Spinner zusammengesucht. Ja, und der hat dann wohl ihm das und jenes geraten, und das hat er wohl gemacht. Also ein paar Spinner, ne, hat der Volker noch. Und er ist der Häuptling des Spinners. Ganz einfach. Ist meine Meinung. Also, wenn ihr da mal auch an die da öfters mal ein Live-Chat machen, also Live-Video, so ein Timmy Ochsenpo blockiert, Leute, blockiert diesen Affenarsch.
Das, der ist bestimmt ein dämlicher Depp von dem anderen aus Hamm. Ach, ihr wisst, was ich mein. So, ich wollte euch da nur gewarnt haben vor diesen Menschen. Ich mein, das vor Völker brauche ich euch nicht warnen, das wissen die meisten. Nur halt dieser Tim Ochsenpo, das ist wohl wahrscheinlich ein Gefolgsmann von Knacki, seid gewarnt. Das ist der allergrößte Arsch mit. Und Knacki ist eh der Überarsch, den es gibt. Also nimmt die Warnung an und vor allen Dingen auch ernst. Bis zum nächsten Video von mir. Bye bye.